Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout New Vegas. So, wir stehen ja hier immer noch an der Strahlenecke. Und jetzt gucken wir mal, dass wir mal fix rüberkommen zu Nippen. Wegen den Strahlenschutzanzügen. Leo, Metzelzeit. Okay. Ja, die sind auch wieder da. Na, dann holen wir uns die doch mal, Gaudi, ne? Weil Metzelzeit und so, ne? Na, einer müsste noch hier sein. Das Lasergewehr ist auch wieder da. Spawnen diese Items auch? Also ich weiß, dass ich hier die ganzen Dosen schon mal mitgenommen habe. Wo wir hier in das erste Mal waren. Okay. Das würde mich aber mal interessieren. Moment. Ne, ich glaube nicht, dass das gehen wird. Das ging ja in 3 auch nicht, aber... Ja, schade. Ich kann das Lasergewehr leider nicht in den Tri-Strahl reinpacken. Easy going. Du so ungezogen. Genau, du so ungezogen. Ich liebe Lilly. Ist wie meine Omi. Meine Supermutanten-Omi. Entschuldigung, Nachtvolk, Supermutanten-Omi. Also eins, was mich so ein bisschen nervt, ist das halt, wenn wir uns jetzt in die Hocke setzen und so. Wo wir dann eigentlich auch die Fähigkeiten für haben. Ich könnte sie aber auch auf Nahkampf umstellen, aber ich weiß nicht, irgendwie... Das könnte... schwierig werden. Easy. Endlich mal ein Scope. So, der Ruby ist auch wieder da. Na denn. Und natürlich, das Altmetall macht mich zu schwer. Wir haben aber noch Kampfmesser, die wir zusammensetzen können. Alles kein Problem. Also so, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo muss ich denn jetzt genau hin? Für die Strahlenschutzanzüge. Hier sollen wir rein. Worum geht es denn diesmal? Wissen Sie etwas über irgendwelche RNK-Vorräte? Ich sah, wie einige Legion-Ärsche Kisten in einer Höhle nördlich von hier schleppten. Könnte RNK-Kram gewesen sein, keine Ahnung. Okay. Ich habe mich um diese Sklavenkarawane gekümmert. Wissen Sie, was wirklich schön gewesen wäre? Wenn Sie früher aufgetaucht wären und mich gerettet hätten, bevor man meine Beine zermatschte. Jetzt verpissen Sie sich und lassen Sie mich schlafen, mein Held. Das wäre auch wirklich schön. Ja, ist ja gut. Ich mache mich auf den Weg. Wiedersehen. Ciao, ciao. So, in eine Höhle. Na, dann gucken wir doch mal. Auf zur Höhle. Stampf, stampf, stampf. Ich hoffe, für die Akkupistole gibt es auch nochmal ein schönes Visier. Wäre natürlich auch mega. Aber ich finde den Plasma Defender bis jetzt optimal. So stelle ich mir eine Waffe vor. Waren wir nicht da oben in dieser Höhle? Moment. Kommt mir doch bekannt vor. Ja, versteckte Vorratshülle. Da waren wir doch sogar schon mal. Da waren wir, glaube ich, sogar schon mal. Ihr macht das schon. Genau, hier waren wir doch schon drinne. Das sind hier die ganzen RNK-Kisten. Aha. Das Strahlenschutzpaket auch drin. Mit den Anzügen zu Logan zurückkehren. Okidoki. Ja, gut, dass wir das hier schon gemacht haben. Dann würde ich aber sagen, bevor ich jetzt hier irgendwo anders hingehe, ich gehe zu dem Doc meines Vertrauens, der mir das Leben gerettet hat.
Weil nur diesen Doc traue ich. Ja, komm, wir sind gerade sowieso am Verdursten. Dann gönn ich mir jetzt sogar nochmal. Weil wir es können. Ah, wo haben wir? Schmutziges Wasser. Zweimal. Da waren jetzt 10 Red nochmal ebenso dazu. Was sollen wir trinken? Okay. Wir trinken alles. Sogar verstrahltes Wasser. So. Doc. Wie geht es Ihnen? Strahlung. Klar, ich kann Ihnen helfen. Kronkorken? Gut. Alles erledigt. Na denn? Wir sind wieder strahlenfrei. Strahlemann sauber. So, und jetzt können wir erstmal wieder, würde ich sagen, den Strahlenschutzanzug an. So. Und dann einmal wieder hin da. Mit unserer coolen Pistole. Oder coolen Lasergewehr. So, jetzt kriegen wir hier gerade ein bisschen Strahlung ab, aber das ist ja nicht so schlimm. Sind wieder da, Logan. Howdy. Was gibt's denn jetzt schon wieder? Ich habe die Strahlenanzüge gefunden. Wird verdammt nochmal auf Zeit. Bereit zum Loslegen? Kann ich Sie etwas fragen, bevor Sie gehen? Was? Wo genau gehen wir hin? Wir überprüfen das Polizeirevier und die Feuerwache. Die Gebäude wurden am stärksten von der RNK genutzt. Da findet man also am ehesten etwas. Ich habe die Schlüssel bei der Leiche eines Soldaten gefunden. Dürfte ich erfahren, was Sie suchen? Irgendwas Wertvolles. Hast du jetzt genug gefragt? Jupp, ich bin bereit. Das wird auch verdammt nochmal Zeit. Okay. Mit Logan das Polizeirevier durchsuchen. Na denn? Auf zum Polizeirevier. Dann wollen wir noch mal gucken. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das Polizeirevier ist. Aber so wie es aussieht, wir haben noch mal ein paar Ghule. War ein bisschen mehr daneben als alles andere. Okay. Was? 4 Red. Ich hab was über einen Kurier. Oh, euch geht's ja soweit gut. Der Gedöns, was drüben auf dem Strip macht, hat wohl mehr als nur die Post gebracht. Ja, wir kriegen hier gerade ein bisschen mehr Red. Sehe ich gerade. Dann sollten wir doch nochmal Red X nehmen. Wozu haben wir das ganze Zeug davon? Wollen wir hier nicht allzu schnell die Strahlung hochziehen lassen? Ist hier irgendwo ein Terminal? Nee. Wo man... Ach, da oben. Dann könnte man den hier wenigstens noch mit reaktivieren. Dann machen wir das doch mal. Falls wir hier irgendwann nochmal wieder her müssen. Ist ja sowieso nur leicht. No. Rocket. Schade. Nee, kann's doch nicht sein. Denn nur eins. Das passt ja gar nicht. Rocket. Das passt auch nicht. Pass es. 3. Aber immer noch nicht das Richtige. Das S. Sonst haben wir hier keine Verbindung. Das E. Das A. Auch keine weitere. D ist ja schon verkehrt gewesen. Irgendwo fehlt mir was.
Wie wäre es das S, das A? Würde ja fast passen. Hier ist es das A und das E. Aber sonst keine weiteren Übereinstimmungen. Ach, hier. Das A, das S, das E. Somit haben wir es. Gut, dann gucken wir da hier mal rein. Geschützturm aktivieren. Aktiviert. Warum auch nicht? Dann wollen wir mal weiter zum Polizeirevier durch, wa? Uah. Uah? Sag ich auch immer. Uah. Jawoll. Okay, der Geschützturm will sterben. Komm, lad nach. Jawoll. Spaß? Natürlich. Macht immer Spaß. Warum sollte das keinen Spaß machen? Es reicht, wenn man hier so eine halbe Armee hinter sich herziehen hat. Prim hat einen neuen Sheriff. Das sollte die Pulverbande fernhalten. Na? Und gucken. Na, eigentlich könnten wir ja jetzt hier erstmal aufräumen, wa? Das erste Kampfmesser haben wir ja schon fertig. Die Soldatenausrüstung, die können wir nochmal zusammensetzen. Dann können wir nochmal ein bisschen laufen. Aber wenn wir jetzt hier sowieso so viele Leute haben, können wir hier doch gleich mal alles aufräumen, oder? Na. Ja, macht mega Spaß. Patz! Der ist tot. Ihr wolltet nur noch mal auf Nummer sicher gehen, ne? Na komm. Keine Risiken eingehen. So, jetzt muss ich aber erstmal gucken, dass ich mal wieder ein bisschen was esse und was trinke. Und ich nehme jetzt mal sauberes Wasser. Gönn mir jetzt auch mal Ameisennektar, auch wenn es jetzt nichts gibt. Tagesausflügler erhalten. Aha. Okay. Tagesausflügler. Tagestag. ST, ihr Freund. So, ich mache ja erstmal einmal so und einmal so. Oder? Scharfschütze, Schrotmunition, Sprint. Ihr Feind. Stand doch eben gerade, ich habe das extra. Tagesflügler gekriegt. Oder habe ich mich jetzt total verlesen? Wochenendtrip. Verbesserte Sensoren, Tierfreund, Stealth Girl, starker Rücken, Schwertransporter, Scharfschütze, Ranger K.O., Kammerjäger, Hamsterer, Kraftrot, gebildet, weiß radikal, keine Ahnung. So, wir sind aber eigentlich auch schon an der Strahlenbelastung. So, eigentlich wollte ich ja jetzt hier, ja. Die lenken ab. Schlimm. So, RNK-Rüstung. Die ist voll. Das heißt, die können wir nochmal zusammenlegen. Und ansonsten haben wir jetzt nicht zusammenzulegen. Können uns aber wieder ein bisschen bewegen. So, ich wollte ja noch so ein bisschen aufheilendes Zeug nehmen. Das heißt, ich nehme nochmal ein Wasser. Ein Eichhörnchentopf. Und Sunset. So. Ja, aber meine Sensoren sagen, hier ist nichts mehr. Na gut. Die RNK-Gule haben wir jetzt erstmal beiseite. Ah, Sunset läuft noch. So.
Na komm. Warnbelastung hin oder her, ne? Okay, ist dann wieder voll. Nimm ich jetzt noch einen Red Away? Komm, ich nehme schon mal einen Red Away ein. Auch nochmal einen Red Axe. Ach, mach dir keine Sorgen. Und Schlüssel. Stell dich schon mal gut an. Es ist halt schweinelaut. Es ist halt schweinelaut. Und vielleicht bin ich nur schreckhaft. Wer ist da? Na, reicht schon. Ja, es reicht. So, mal ein paar Kopfschüsse hier. Patz. Vor allen Dingen ein paar. So. Haufenweise Kommunikation. Eine RNK-10mm Pistole. Okay. Schreibtisch. Noch ein Schreibtisch. Funkgerät. Patrone. Bei einer der Ranger-Stationen gab es ein Massaker. Keine Ahnung bei welcher. Ja. Haben wir hier Red Axe. Zellentür. Aha. Naja. Die RNK 9mm Maschinenpistole, die lege ich auch immer in den Knast ab für meine verhafteten Leute. Damit die wenigstens wieder eine Chance haben auszubrechen. Wird ja sonst langweilig. Nee, die ist bestimmt da nur irgendwie hingeflogen. Das sollte die Pulverbande fernhalten. Ah, was haben wir denn hier? Schreibtische? Leider nicht. Ah, jetzt. Bei einer der Ranger-Stationen gab es ein Massaker. Keine Ahnung, bei welcher. RNK-Splittergranaten. Dampfanzeiger. Altmetall. Nichts, nichts, nichts. Flaschenbecher. Kernspaltbatterien. Munition. Noch mehr Munition. Mehr Munition. So, viele Funkkästen. Und jetzt sind wir wieder ein bisschen überladen. Ah, hier noch ein paar Kampfmesser. Reicht noch nicht ganz. Blöde ist, ich kann die RNK-Ausrüstung nicht ED geben. Mag er nicht tragen. Dann schauen wir mal, dass wir dir ein bisschen Müll in die Hand drücken. Dürfte ja kein Problem sein. So. Kernspaltbatterien, Klemmbretter, Ledergürtel, Spritzen. Kommen wir ja auch schon gut wieder auf was runter. So. Warnbelastung hat sich schon wieder erhöht. Gleich das Red Away mit rein. Jetzt würde mich hier mal interessieren. Ein Kommunikator ist geschlossen. Kaputtes. Okay, Fehler nicht gefunden. Kaputt, kaputt. Hm? Dann wollen wir mal gucken, wer ist denn jetzt Logan? Du bist Logan. Was gibt's denn jetzt schon wieder? Na, überleg mal. Wonach genau suchen wir eigentlich? Alles mit einem RNK-Abzeichen, das mit Waffen, Computern und Funk zu tun hat. Mhm, na gut. Gucken wir nochmal hier. Passing, Felling, Ranking, Rampage, Working. Na komm, probieren wir mal Working aus. Okay, es könnte was mit Ing sein. 1, 2, Aber Passing passt nicht. Falling, auch nicht. Ranking. Sind sogar schon 5. Packing. Da haben wir es doch. So, nächste. Kommunikationsstatus. Gesamte Kommunikation außer Betrieb. Kommunikationseintrag 800.
42, Camp Scarlight, Protokoll des Funkoffiziers. Der Quartiermeister meckert schon wieder wegen fehlender Vorräte und schlechter Kommunikation. Ich sage ihm, dass es mit den Kommunikationssystemen alles in Ordnung ist und vermutlich seine Zahlen nicht stimmen. Das scheint er mir aber nicht abzunehmen. Der Blödmann wird mich vermutlich so lange nerven, bis ich entweder beweisen kann, dass er Unrecht hat oder einen anderen Schuldigen finde. Verdammt, ich hasse diesen Mist. Kommunikationseintrag 923, Camp Starlight, Protokoll des Funkoffiziers. Gestern Nacht hat sich ein Red Skorpion ins Lager eingeschlichen. Ein paar von den Patrouillensoldaten lassen allmählich nach. Bemerkt wurde das Ganze nur, weil einige der Kommstationen sich seltsam benahmen, als der wachhabende Soldat hinausging, um die Sendeanlage zu überprüfen. Fand er den Skorpion, der einige Kabel angefressen hatte. Wozu brauchen wir überhaupt Patrouillen, wenn dauernd solcher Mist passiert? Kommunikationseintrag 937. Camp Sparrowlight, Protokoll des Funkoffiziers. Nach der Sache mit dem Red Skorpion wurden die Nachtpatrouillen wieder umgestellt. Das ist das dritte Mal in diesem Monat. Die begreifen wohl einfach nicht, dass nicht die Patrouillen das Problem sind, sondern die Soldaten. Jedes Mal, wenn ihre Patrouillen umgestellt werden, reagieren sie verwirrt und es ergeben sich 2-3 Tage lang Wachlücken, bis sie sich an den neuen Zeitplan gewöhnt haben. Ich kann nur hoffen, dass die Legion das nicht bemerkt. Und außen plötzlicher Temperaturanstieg. Notabschaltung initiiert. Ja, ich denke mal, die Legion hat das mitgekriegt. RNK-Funkgeräte. RNK-Computerteile. Dieser Turm auf dem Strip, von dem aus man meilenweit sehen kann. Angeblich ist er nicht mehr versiegelt. Ach, hier ist noch ein Schreibtisch. RNK-Computerteile. War hier noch was drin? Nee. Nee, ich denke mal, ich dürfte jetzt alles haben mit RNK. Was gibt's denn jetzt schon wieder? Warte mal, auf Wiedersehen. Ja. Was sagt jetzt eigentlich die Quest genau? Ja, das Polizeirevier. Was gibt's denn jetzt schon wieder? Ich habe etwas RNK-Kram gefunden. Davon muss es noch mehr geben. Such weiter. Davon muss es noch mehr geben? Haben wir auf dem Klo, haben wir nicht geguckt. Das erste Mal, dass ich ein Klo ignoriere und dann lass mich raten, hier liegt irgendwo was. Nö. Erste Hilfekasten? Right away! Okay. Oh, hier muss noch mehr liegen. Ach, RNK-Granatenwerfer, den habe ich ja fast gar nicht gesehen. Okay. Haben wir jetzt alles gefunden? Deiner Meinung nach. Was gibt's denn jetzt schon wieder? Ich glaube, das sollte schon alles sein. Okay, wir können weitergehen. Hier ist der Schlüssel zur Feuerwache. Okay. Mit Logan die Feuerwache durchsuchen. Okay. Sind neue wieder da. Rumgucken und rumgucken. Naja gut, die neuen stören jetzt auch nicht so. Wer oder was schießt hier? Da kam ich mit dem Batz nicht so ganz schnell hinterher. Aber es ist der Geschützturm, ne? Okay.
Das war der Geschützturm. Hat sich doch schon mal gelohnt. So, Strahlenbelastung. Dann schauen wir doch mal hier. Right away. Haben wir ja wieder Neues gefunden. So, gucken hier. Lokale Karte. Hinten ist die Feuerwache. Hier haben wir die Feuerwache. Ameisennektar hat nachgelassen. Okay, jetzt verliere ich wieder meine Stärke. Guck mal hier, was haben wir denn hier? Grundschule. Oh, Goldgecko. Hallo. Tschüss. Das, ich wollte gerade sagen, das hat jetzt nicht gereicht. Na gut, wir rennen hier mit einer halben Armee rein. Oh, Dino-Spielzeug. Muss Dino-Spielzeug mitnehmen. Auch wenn mir das momentan überhaupt nichts bringt, aber es ist Dino-Spielzeug. So, Klassenpult kaputt, 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 kaputt. Kaputt, kaputt, kaputt. Kaputt. Oh, 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 oh. Da muss ich ja mal reingucken. So, dann gucken wir hier nochmal rein. Kaputt, kaputt, kaputt. Oh, aber sonst nichts. Hier im Schreibtisch. Mentitz. Erste Hilfe. Schmutziges Wasser. Okay. Leer, 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 leer. Haben wir jetzt nichts weiter. Hier können wir nur wieder raus. Hier liegt auch nichts weiter. Außer ein bisschen Strahlung. Na gut, haben wir ein bisschen Spielzeug mitgenommen. Ach, hier. Den dürfen wir ja nicht vergessen. Den braten wir uns nachher. Hm. So. Na, lass mich mal durch hier. Feuerwache. Ist das hier nicht die Feuerwache? Doch. Aber wo komme ich denn da rein? Ah. Schlüssel verwenden. Gut. Alter. Diese Waffe. Komm, das Riesenvieh, das musst du doch treffen. Das hat Leo gar nicht gern. So, erstmal überprüfen, hat von euch irgendjemand. Gut, ich brauche da nichts machen. Was abgekriegt? Kann ich nichts benutzen? Alter, Riesenvieh. So, verstrahlt. Und hier haben wir hinten auch schon gesehen, Legend. Legionärsohr. Dann nehmen wir mit. Hier auch nochmal. Bin ich wieder überlastet. Idee. Nimm mir mal bitte nochmal ein bisschen was ab. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen Kleinmüll. Da pass mal bitte drauf auf. So, die Kampfmesser, Waffen gebe ich dir jetzt auch nochmal. Das gebe ich dir auch nochmal. Das kannst du nicht tragen, genauso das nicht. Bisschen schwierig, wenn ich euch das nicht in die Hand drücken kann. Ein Reparatursatz, Feuerwehrhelme. Right away. Ey, ich hab doch wieder mal Luck. So mag ich das. So. Verkaufsautomat. Ich sehe gerade, da kriege ich sogar 11. Alter. Red X.
aber flink. Da habe ich jetzt die ganze Zeit nicht drauf geachtet, weil der Geigerzieger sowieso die ganze Zeit aufpluscht. Alter. Aber das hier ist das Strahlungsleck. Das sind auch die richtigen Wagen hier. Gehen wir hier mal hoch. Alter, hier ist ja richtig Strahlungsbelastung. Alter, den Anzug habe ich noch an. Okay, was haben wir hier? Ein Schloss, was ich erstmal knacken kann. Na, dann probieren wir es doch mal. Trance, Choice, Dosen, Pocus, Chaos. Nee, kann es nicht sein. Choice. Das C. Aber Chaos kann es ja nicht sein, weil dann würde es ja ES auch noch sein. Pokes. Oder ist es was völlig anderes? Ich gehe jetzt hier schon wieder vom Falschen aus. Das heißt, es muss ja irgendein anderer Buchstabe sein. Kann also somit nicht das C sein. Thanks. Ja, wer das S beim ersten Wort. Aber beim zweiten hätten wir da nichts. Chosen. Das letzte Wort mit C, ne? Aber dann müsste es 2 sein. Das O ist es schon mal nicht. Da wäre es das S, das H beim anderen Wort. Ah, nur einen korrekten. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt einmal kurz Lückis gucken. Ah, hier haben wir ganz großen. Klein und noch einen kleinen. Noch einen kleinen, sogar wieder aufgefüllt. Hat nur einen. Aber wir haben jetzt halt nur noch Brutes. Hat 3 korrekt. ITS. Okay. Haben wir's. Das war schon das S. So, dann wollen wir noch mal gucken hier. Was haben wir denn? Bericht des Feuerwehroffiziers Nummer F1218. Die örtliche Polizei hat diesen Morgen mehrere Laster mit Atommüll aus San Onfray nach Starlight umgeleitet. Ich habe nicht alle Details mitbekommen, hörte aber etwas von in der Nähe detonierten Bomben und dass die Laster aus Sicherheitsgründen umgeleitet werden. 2 von ihnen wurden hier in der Feuerwache untergebracht. Der dritte musste weiterfahren, da wir nicht genug Platz für alle hatten. Seltsamerweise fuhr er in Richtung Cottonwood Grove. Ich frage mich, was sie dort mit ihm vorhaben. RNK Maschinenpistole. Feuerwehrhelm. Schränke haben wir soweit nicht. Hab ich mich jetzt erschrecken. Ich habe was über einen Kurier gehört, der Gedöns drüben auf dem Strip macht. Hat wohl mehr als nur die... Hey, zum Glück kriege ich hier gerade Red Away. Die Post gebracht. Hier ist nichts leer. Arzttasche. Bin mal wieder im Klo. Soll ich noch einen Feuerwehrhelm? Dieser Turm auf dem Strip, von dem aus man meilenweit sehen kann. Angeblich ist der nicht mehr versiegelt. Okay, da komme ich noch nicht mal mehr rein. Das sind Stahlvorhänge. Ja, ihr macht ja ein gechilltes Leben hier. RNK-Funkgerätteile. Computerteile. Briefbeschwerer. Noch mehr Computerteile.
Leer. Wunderkleber. Okay. Hm. Ihr seht aber auch schon... Audi. Alter. Nimm nochmal Red X. Und meine Strahlenbelastung ist halt einfach zu hoch hier. Muss mich beeilen. So, machen wir mal kurz Feuerwehrhelme zusammen. Legionsausrüstung können wir noch zusammen machen. Reicht nicht. Das heißt, ich nehme jetzt mal nochmal einen Ameisennektar ein. So. Was gibt's denn jetzt schon wieder? Das ist alles, was ich finden konnte. In Ordnung. Danke für die Hilfe. Zeit zum Sterben, du Loser. Okay. Ihr habt euch den Falschen ausgesucht. Ihr habt euch echt den Falschen ausgesucht. Das Problem ist, ich werde so schnell hier nicht rauskommen und die Strahlenbelastung ist hier hoch. Ich weiß es nicht, wirkt Redway noch? Ich glaube nicht. Reduzieren, reduzieren, reduzieren. So, Logan. So viel zum Thema, ne? Loser und so, ne? Das war's auch schon an der Quest. Jetzt müssen wir mal gucken. Irgendwie muss ich mich jetzt hier... Mal die Lederrüstung, die können wir zusammenlegen. Die Metallhelme können wir zusammenlegen. Die Rekrutenhelme, Soldatenhelme und hier mein Schutzanzug, den darf ich doch mal... Guck mal, ist der doch wieder schön sauber. 30, aber reicht halt noch nicht. So, was haben wir hier? 10mm Maschinenpistolen, 9mm Maschinenpistolen. Den Granatwerfer, den darf ich jetzt auch behalten. Dankeschön. So, Karawan. Splitter, springen. Okay, Idee. Wir haben wieder was ich dir geben kann. Wir müssen uns ja jetzt schnell wieder bewegen können. So, gucken wir mal. Nein, aber die Feuerwehrhelme dürftest du nehmen können, ne? Kampfrüstung verstärkt. Ja, das ist ja meine. Das ist ja meine. Die will ich wieder haben. Die will ich ja dann nachher wieder anziehen. Kopfgeld. Lederrüstung kannst du aber schon mal kriegen. Metallhelm, Metallrüstung. Rekruten, das nimmst du wieder nicht. Ein Strahlenschutzanzug. Ja. Können wir schon mal wieder laufen. Da hinten war jetzt auch nichts weiter, ne? Vom wegen, das ist alles, was ich finden konnte. Ich habe einen Raum vergessen. Okay. Ich habe einen ganzen Raum vergessen. Na, dann komm. Der muss mitgenommen werden. Das ist mir mein letztes... Oh, guck mal, wie viel schön verstrahltes Wasser hier. Verstrahltes Bier. Weil auch immer da drin ist. Keine Ahnung, ob wir das irgendwie wieder reinigen können oder so. Okay, ich brauche nochmal einen Red Away. Nur noch drei. Da ist es Beeilung. Gut, ich werde jetzt hier gerade nicht alles rauskriegen, aber... Ich werde hier an Strahlung sterben. Den Flamme nehmen wir mit. Zu viele verstrahlte Kartoffeln. Wir verstrahlte Gerichte damit machen können? Ja, da werde ich hier gleich mit selbst mit ED und mit Lilly ein bisschen Probleme haben. Wieder zu hoch. Red X, Red X, Red X, Red X, Red X, Red Way. Okay. Aber hier hinten ist sonst nichts weiter, bis auf noch eine Maschinenpistole.
Da hat er mich aber nicht gründlich sauber durchgucken lassen hier. Right Away lässt schon wieder nach. Gut. Idee. Ich muss vom Gewicht runter. Gib dir jetzt mal nochmal Munition mit dazu, die ich jetzt nicht verwende. Fünf, neun Energiezelle verwenden wir ja. Flammenbrennstoff aber nicht. Die Kaliberpatronen. Okay. Dann noch Aschenbecher. Die kannst du nicht mehr tragen. Gut, ED ist voll. Ellie, wir müssen uns beeilen. Großmama hat ein Geschenk für dich. Das ist schön, dass du immer Geschenke für mich hast. Meine Großmama, die mag mich. So, haben wir hier vielleicht jetzt irgendwas mega Schweres mitgenommen, was ich jetzt so nicht mehr mitnehmen kann? Das wären 23 Kilo. Können wir mal abgeben. Verstrahlt, verstrahlt, verstrahlt. Sogar nochmal davon 5 Flaschen. Die verstrahlte Frucht ist auch 7 Kilo schwer. Okay. Whisky, Bier, Geckofleisch, verstrahltes Wasser 17 Mal rübergeben, das Obst. Ja, gucken wir mal, dass wir hier nochmal ein bisschen Schrott geben. Blechteller, ein Buttermesser, Dampfanzeigen, Druckknöpfe, die Gabeln. Zu Hause werde ich das dann alles ummodeln. Das ist ja nicht das Schlimmste. Mehl. Aber wir können uns jetzt schon mal schnell bewegen. Trotzdem, falls ich nochmal irgendwas finde, gebe ich dir nochmal ein bisschen mehr. Ich hoffe, mein Ameisennektar hilft noch. So, und jetzt schnell hier raus. Armer Logan. So, Riesenskorpion. Guck mal, dass wir jetzt hier flink wieder rausrennen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir jetzt hier überall drinnen waren. Na gut, Schule waren wir noch drin. Oh, hier könnten wir auch nochmal ins Haus gehen. Aber mir geht das Red Away aus. Geht halt nicht anders. Zole wegstecken und so schnell wie möglich jetzt erstmal rausrennen. Da ist das Lager. Machen wir erstmal gerade. Also so die erste... Ging eigentlich. Warum ist das Lager nicht mehr bewacht? Sondern die Wachen hin. Ihr seid aber weit weggelaufen, ne? Ne, komm. Ich will nur mal wissen, ob wir wenigstens Bescheid sagen können, wie das Ganze passiert ist. Durch den Wachwechsel halt. Ach, hier oben steht ihr. Hi. RNK, RNK, wo ist dann... Ah, hier ist er. Da sind sie ja wieder. Was kann ich für sie tun? Okay, Bescheid sagen können wir nicht. Passen sie auf sich auf. Das heißt, das interessiert ihn nicht. Hey. Ja, hey. Dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle einen Cut. Ich werde einmal nach Hause gehen, alles abliefern. Also ins Lucky 38 und auch vorher zum Doc mich mal ein bisschen wieder von der Strahlung befreien. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.